Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich wieder ein Review für euch und zwar zu einer iPad-Tasche von der Firma Kawai. Da mich ja sehr viele Leute nach einem Review für eine iPad-Tasche gefragt haben. Diese iPad-Tasche hier nennt sich Berlin und kommt, wie schon gesagt, von der Firma Kawai. Wurde mir dort freundlicherweise für ein Review zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür nochmal. Die Tasche besteht aus echtem Leder, das merkt man auch sofort, wenn man die Tasche auspackt. Da kommt einem sofort der bekannte Ledergeruch entgegen und nicht billige Chemikalien oder ähnliches. Wie wir hier sehen, ist die Tasche sehr gut verarbeitet, zum Beispiel hier auch an den Nähten, die sind sehr fein gearbeitet und hier auch auf der Rückseite mit den Lautsprecheraussparungen. Die Innenseite der Tasche besteht aus Flanell. Das schützt natürlich das iPad-Display vor Kratzern während des Transportes oder ähnlichem. So, jetzt packe ich das iPad einfach einmal hier rein. Dazu müssen die Lautsteckerwippe und die Ausrichtungssperre auf der rechten Seite sein. Man muss diese Lasche hier einfach einmal nach oben machen und dann kann man das iPad hier sehr einfach reinschieben. Anschließend muss dann einfach die Lasche wieder unter das iPad gepackt werden. Diese Lasche verhindert, dass das iPad hier rausrutscht. So, das Ganze geht sehr einfach und wie wir sehen können, passt hier das iPad wunderbar rein. Die Tasche steht hier am Rand nur sehr wenig über, was natürlich die Bedienerfreundlichkeit des Displays wesentlich erhöht. So kommt man während des Bedienens des Displays nicht mit dem Rand der Tasche in Kontakt. Die Tasten am iPad sowie zum Beispiel der Home-Button sind sehr gut bedienbar. Hier sehen wir dann die Aussparung für den Mute-Knopf und daneben ist die Lautstärkewippe. Da ist keine Aussparung, sondern da ist einfach das Symbol auf die Tasche eingraviert. Das finde ich richtig gut. Dann kann die Taste nämlich super drücken und mit einer Aussparung werde das deutlich schwerer. Wie schon gesagt, das lässt sich hier wunderbar drücken. Genauso wie die Ausrichtungssperre in meinem Fall. An der oberen Seite haben wir hier einmal das Mikrofon und hier oben, genauso auch wie schon bei der Lautstärkewippe, keine Aussparung bei dem Powerknopf. An der linken Seite haben wir hier noch den Kopfhörereingang. Da kann ich dann ganz einfach hier ohne Probleme die Kopfhörer einstecken. Und an der Rückseite habe ich dann hier noch die Kamera. An der Rückseite sehen wir hier noch eine Lasche. Das ist die Aufstellfunktion dieser Tasche, die ich sehr, sehr gut finde. Und zwar macht man einfach die Vorderseite, klappt man einfach einmal um, so nach hinten, macht die Lasche einfach nach oben und schiebt dann die Vorderseite einfach da drunter. So kann ich jetzt auch wunderbar etwas auf Pages schreiben oder auf Twitter einen Tweet veröffentlichen. Das geht mit dieser Einstellung wunderbar. So kann ich dann wunderbar Filme oder Fotos über das iPad angucken. Was ich bei dieser Einstellung hier nach einiger Zeit festgestellt habe, ist, dass das iPad ein bisschen nach unten gerutscht ist. Das kann man dann hier zum Beispiel dann an den Lautstärke-Buttons sehen. Ihr seht, das iPad ist hier nicht direkt an der Außenseite, sondern etwas runtergerutscht. Das Ganze ist aber auch nicht weiter schlimm. Die Buttons lassen sich trotzdem noch gut bedienen und außerdem kann man es auch einfach wieder dann nach oben schieben, sodass es dann wieder an der ursprünglichen Form festsitzt. Besonders gut an dieser Tasche finde ich außerdem den Wake Up and Sleep Effekt. Das heißt, wenn ich jetzt die Tasche einfach zumache, ihr habt es vielleicht gehört, dann hört man den Lock-Sound. Wenn ich jetzt die Tasche wieder aufmache, dann seht ihr, das Gerät wird automatisch entriegelt. Das Ganze funktioniert mit einem Magneten, der hier in der Tasche ist. Das heißt, wenn ich die Tasche zumache, dann wird der obere Deckel von diesem Magneten auch zugehalten. Das heißt, wenn ich die Tasche jetzt einmal mal umdrehe und so ein bisschen wackele, dann seht ihr hier auch, die Tasche geht nicht auf, sondern bleibt zu. Das ist auch sehr gut. Ich habe jetzt diese Tasche hier auch schon ein bisschen im Test und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dieser Tasche.
Vor allen Dingen die Aufstellfunktion, wie wir hier sehen, ist wunderbar geeignet, um jetzt zum Beispiel die Tasche einfach so neben dem Bildschirm auf dem Schreibtisch stehen zu haben und dann zum Beispiel einfach Twitter hier drüber laufen zu lassen oder schnell mal etwas zu schreiben. Das geht wirklich wunderbar damit. Natürlich kann man auch sehr viel besser YouTube-Videos gucken, als wenn man die ständig das iPad in der Hand halten muss. Kommen wir nun zum Preis. Die Tasche kostet in der Ausführung für das iPad 2, so wie ich das Ganze jetzt hier habe, 39,90 €. Ich finde diesen Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Man sieht halt diese sehr gute Verarbeitung, da es auch echtes Leder ist. Und sie bietet halt auch sehr viele Funktionen, wie ich auch in dem Video gezeigt habe. Die Tasche gibt es natürlich auch für das neue iPad 3. Da kostet das Ganze aber 10 € mehr. Link zur Webseite natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Und ja, es ist natürlich eine klare Kaufempfehlung von mir. Ich habe jetzt an dieser Tasche nichts Negatives in der Zeit festgestellt. Es gab auch überhaupt keine Beschädigungen an der Tasche sowie am iPad. Ja, ansonsten war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und mich hier oben abonnieren, um keine weiteren Videos oder Reviews zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch mit der Tasche, wenn ihr euch die kauft, viel Spaß. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Tasche. Das war's von mir aus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.